Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Map of Materials. Wir sind im letzten Part ins Eisgebiet vorgedrungen und arbeiten uns weiter vorsichtig vor. Das Geräusch, was wir hier hören, das verheißt schon nicht unbedingt was Gutes, aber wir gucken mal. Wir gehen mal vorsichtig weiter, lassen uns nicht von diesen Spikes umbringen und schauen mal. Ach, guck mal. Wer hätte es denn gedacht, ne? Da ist wieder so ein Digger. Aber ist der dicker als die anderen? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal unseren Feuerzauber verwenden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht. Ich drücke jetzt einfach mal 2. Wow. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Holy shit. Oh mein Gott. 3, 3, 3. 3. Ich hätte gerne noch einen Zauber verwendet, aber ich war ein bisschen zu doof, rechtzeitig mal den Knopf zu drücken. Der war übel, Mann. Der war sehr fett. Das hätte besser klappen können, hätte ich noch einen weiteren Zauber absetzen können. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Finger-Trouble gehabt vor lauter Aufregung. Das hat irgendwie nicht geklappt. Das war wie so ein klassischer Blaufuchs. Ja, immer quicksafen hier. Ja, wir sind gerade dabei, uns hier durch dieses wunderbare Gebiet zu kämpfen auf der Suche nach Eisen. Für unseren Katapultbau. Und arbeiten uns hier munter weiter. Ist echt nett hier, also. Das ist doch so ein Fetter. Okay, warte mal. Diesmal schaffen wir es vielleicht. Ich versuche diesmal 2 Zauber abzusetzen. F5 und dann gleich 2-mal. Zu rutschig? Okay, jetzt aber. Okay, warte. Ach, deswegen ging das nicht, weil ich auf dem Eis war. Bam. Jetzt nochmal. 2. Geilo. Und jetzt aufs Schwert wechseln. Eieieiei. Oh, hau ihn doch. Hau ihn in den Schritt. Ja. Ehre, das lief doch, oder was? Das hat gerade eben nicht funktioniert, weil ich auf dem Eis war. Und da war es zu rutschig. Deswegen klappte das nicht. Alles klar. Glaube ich zumindest. Oder ich war zu dumm. Ich rede mich jetzt raus, dass es zu rutschig war. Wir nähern uns dem nächsten Level. Ist ja nicht so, als würde ich lauern, weil ich das letzte Schwert haben will. Oder das wahrscheinlich letzte Schwert. So. Das war ja mal ganz witzig. Das sind auch vor allem jetzt auch mal fordernde Gegner, ne? Jetzt wird's echt. Da konnte ich noch mal den Zauber gebrauchen. Ich bin mal gespannt, ob wir noch weitere Zauber bekommen. Ich hoffe, dass später. Also wäre halt cool bei der verbesserten Version, wenn das Kampfsystem soll ja aufgebohrt werden. Soll ja ein Skillbaum reinkommen. Und es wäre halt wirklich cool, wenn bei Map of Materials 2.0, sag ich mal, wenn dort dann noch ein bisschen was draus gemacht wird, dass man halt, wenn man dann sich auf Schwert, Bogen oder vielleicht auch Magie versteift, dass dann halt das Kämpfen ein bisschen unterschiedlicher ist, dass vielleicht auch Magie als wirklich eigene Klasse da noch mit reinkommt, Magier, dass man da irgendwie so seinen Spielstil frei wählen kann. Das wäre ganz cool. Soll auf jeden Fall ein Skillbaum kommen. Inwieweit das natürlich nachher dann Formen annimmt, kann man jetzt noch nicht wissen. Aber sollte euch das hier, wie gesagt, gefallen und ihr möchtet den guten Mike dabei unterstützen. What's that down there? There's a path leading down there. Na dann mal los. Sollte euch das gefallen und ihr möchtet den guten Mike dabei unterstützen, hier eine verbesserte Version von Map of Materials zu machen, schaut gerne bei seiner Kickstarter-Kampagne vorbei. Ich verlinke euch die Kampagne sowie auch diese Demo hier in der Videobeschreibung und in einem Kommentar angepinnt, dass ihr es auf jeden Fall finden könnt. Und dann lasst ihm doch ganz gerne einen kleinen Groschen da, ne? Ich werde das selber auch machen, wie gesagt, und wir werden das Game dann verlosen, weil ich hab's ja jetzt schon. Somit wird es eins verlost. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Da gibt es nochmal ein extra Video. Weil die Verlosung müssen wir eigentlich nur erst dann starten. Sollte die Kickstarter-Kampagne dann auch was werden. Sonst würde das ja nix. Oder können wir im Zweifel nochmal Map of Material 1 verlosen oder so. So. 1.0. Das wäre richtig. Wir folgen jetzt mal dem Pfad. Da ist die Hütte, von der ich vorhin sprach. Guck mal. Da ist die Hütte. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Wasser. Hup, das hilft nichts. Ich habe doch vorhin so eine Hütte gesehen und da ist sie. This hut looks just as abandoned, but maybe I'll find something useful. Schwarzer Wolf. Ein schwarzer Wolf. Erst den weißen. Alter Junge, nicht so aggro. Oh, der hat gesessen, Alter. Der hat gesessen, Bruder. Der Name ist doch kein Schwarzer Wolf. Das ist korrekt.
Zack, da ist das Level up, Leute. Wunderbar. Ich hoffe, da drin befindet sich eine Schmiede oder sowas. So, erstmal upgraden. Nun haben wir Level 100 erreicht, ne? Ist auf jeden Fall wieder so ein Gerbergestell. Das geht sogar. Obwohl es komplett zugeschneit ist, aber ist okay. Kommen wir da nicht rein? Komm schon, da wird ja wohl irgendwo ein Weg rein sein. Achso, ja. Alles klar. Ach, Fuchs, manchmal bist du ein bisschen scheiße, ey. So, Amboss. Kann ich mein Schwert verbessern? Ja. Geht. Geilo. Auf geht's. Bam. Noch ein besseres Schwert. Oh. Endgültiges Waffenlevel. Wir haben das Schwert auf das Maximum gebracht. Ein meisterhaftes Schwert. Schön. Da gibt es später ein neues. Also ich habe schon gesehen, das Schwert, was jetzt das beste Schwert im Spiel ist, das sieht anders aus. Und ich glaube, für den übelsten Tier in der Kickstarter-Kampagne steht dann euer Name drauf, wenn ihr das möchtet. Aber kostet ein bisschen, ne? Das muss man sich erstmal gönnen wollen. Ne? Aber mal sehen, wer es dann nachher wird. Okidoki. Wir gehen mal weiter. Was sagt eigentlich das Notizbuch? Eisenerz mal 300. Ja, da sind wir noch weit von entfernt, ne? Wir müssen jetzt wahrscheinlich da runter diesen Weg folgen, der uns da unten in diese Höhle führt. Und ich denke mal, in der Höhle wird wieder irgendeine Gefahr lauern, der wir entfliehen müssen. Und dahinter wird ein riesiges Eisenerzvorkommen sein. Alter, hier sind aber eine Menge Wölfe. Ne, das sind Wildschweine, oder? Sind das schwarze Wildschweine? Schauen wir mal. Ich habe jetzt das übelste Schwert. Da gibt es bestimmt was. Großes Wildschwein. Alter, was? Ich one-hitte die, Alter. Okay, nice. Darauf erstmal Fleisch. Die werden einfach so one-gehittet. Läuft bei uns. So, 7. Und ernten wir noch ein bisschen Eisen ab, ne? Kennt das Spiel? Ich muss mal was trinken, die Stimme ölen. Und weiter geht's. Ist schon was muggelig hier, ne? Ich hätte mal wirklich, also wenn ich das hier so sehe, ich hätte so Bock mal wieder auf so einen richtigen Katastrophenwinter. So, also, ne, nicht Katastrophe, aber ihr meint, ihr wisst, was ich meine. Ein Winter, wo es auch schneit, weißt du? Wo mal richtig wieder Rambazamba ist. Ne? Das fände ich mal schön. Aber ich glaube, sowas werden wir nie wieder bekommen. Das Thema ist durch. Wir haben gerade fucking Oktober und es sind 25 Grad. Ende Oktober. Ende Oktober. Ich will es nochmal sagen, Alter. Unnormal, oder? Ah. Zack, zack. Aber vielleicht, wenn das Wetter schon dieses Jahr so merkwürdig ist, vielleicht habe ich dann ja mal Glück mit meinem Schnee. Drückt mir mal alle die Pfötchen, dass der Fuchs mal wieder Schnee bekommt. Nur dann macht Glühwein trinken doch auch richtig Spaß, wenn es so richtig eisiglich kalt ist da draußen. Und du aus dem Fenster guckst und die Welt ist weiß. Arme Seele. Was haben wir denn da? Noch ein Feuerzauber. Also Zauber wäre cool, wenn da noch mehr kommen würde. Ne? Also Feuerzauber ist nice, sieht auch echt schön aus, aber da würde ich mir natürlich dann für die neue Version auf jeden Fall mehr wünschen. Habe ich sonst noch irgendwas übersehen? Wir kamen von da runter, ne? So. Bam, 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 bam. Alter, dieses Schwert, ey. Sieht aus. Ja, im Grunde können wir jetzt ja nur noch den Bogen verbessern, ne? Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber ich weiß nicht, wie lange es noch geht, ne? Keine Ahnung, ob danach noch so ein richtiger Endboss-Fight oder sowas kommt. Oder ob nach dem Katapultsprung dann Ende Gelände ist. Wird sich zeigen. Ich habe auf jeden Fall, wenn wir die Reise dann antreten, genug Pilze dabei, um lange zu überleben. So, hier geht es dann gleich runter. Tor führt ein Pfad hinab. Gucken wir mal gerade, ob hier noch irgendwas ist. Da ist noch ein Wolf. Noch ein Wolf. Und hier Eisen. Moin! Bam! Oh, Alter, habt ihr das gesehen? Fucking 500, ey. Was geht denn?
Jo, ich würde sagen, ich räume hier ordentlich auf, ne? So, dann ernten wir mal eben ab. Zack. Soundtrack ist tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen, auch nicht schlecht. Eine weitere arme Seele. Einen weiteren Feuerzauber für mich. Sonst noch was hier? Ein paar Pilze auf jeden Fall. Okay, ich glaube, dann haben wir alles gesehen. Dann drehen wir mal um und gehen den Weg, folgen dem Weg nach unten, ne? Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Tja. Hatte ich geplündert, ja. Gut. Wenn man das so anguckt, es sieht halt echt nicht schlecht aus. Bei aller Liebe. Oh, looks like a grave entrance. Na geil, oder? Da haben wir doch Bock drauf, oder was? Ab ins Grab! Scheiße. Na dann mal los. Mal gucken, was da wieder lauert. Im Grab. Erstmal wird getötet. Da hinten waren ein paar Schweinchen. Heilträger habe ich noch 20 Stück, da sollte wohl noch ein bisschen was gehen. Moin! Ich möchte gern euer Fleisch haben. Wenn es okay für euch ist. Dankeschön. Hier hätte noch was versteckt. Erstmal noch eine rote Blume. Hier wäre so der perfekte Ort für eine an die Wand gelehnte arme Seele, oder? Die irgendwie noch was Cooles hat. Das wäre jetzt so Gothic-mäßig. Da wäre jetzt noch irgendwie ein kleines Kistchen oder sowas versteckt. Ja. So. Das sieht ja mit diesen Gargoyles drauf jetzt nicht unbedingt einladend aus. Ne? Ich gehe da gleich hin, aber erstmal gehen wir noch da lang. Ihr wisst ja, der Entdeckergeist. Ne? Man will ja erstmal gucken, was hier noch so ist. Alles klar. Was habe ich da denn gefunden? Die sehen ja lustig aus. Quicksafen. Oga. Ein Schelm, der jetzt an wen denkt, ne? Oh oh. Grüße gehen raus an den Lord der Lords. Ah. Den haben wir ja richtig platt gemacht. Dankeschön. Sind die jetzt wegen dem Feuerzauber automatisch gebraten worden? Sehe ich das hier richtig? Das wäre ja wieder mal witzig. So, hier kann man auf jeden Fall wahrscheinlich Essen braten. Gebratenes Schwein ist geplündert und da haben wir ein Lagerfeuer, wo wir selber auch nochmal ein bisschen was herstellen können. So 37 Fleischkeulen. Wieso denn nicht? Bisschen Käfergedönse. Flasche mit Schnee. Und dann haben wir hier noch ein bisschen weiteres Eisen, nehme ich an. Ne, Gold. Du, mitnehmen, was geht, ne? Mitnehmen, was geht. Ich sag's immer, das ist mein Reden. Da haben wir noch eine arme Seele. Die Tür vom Grab lässt sich nicht so einfach öffnen. Der Schlüssel passt, aber sie ist noch mit einem Zauber versiegelt, sodass ich nicht einfach durch die geöffnete Tür gehen kann. Hätte ich doch nur mehr Zeit. Aber seitdem ich die Tür geöffnet habe, treibt sich im Schutz der Dunkelheit ein angsteinflößendes Wesen herum. Nachts kann ich da also nicht so einfach hin. Aber tagsüber sehen mich vermutlich die Oger, welche ich von meinem Versteck beobachtet habe. Wie ich den Zauber wohl brechen kann? Maybe I'll find a clue in its hiding place. To get inside the tomb. Das Versteck nahe den Ogern. Es gibt ein Versteck nahe den Ogern, okay. Dann lass uns mal schauen, irgendwo nahe der Oger muss also noch ein Versteck sein. Bin sehr gespannt, wo das sein soll.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist seine... seine Hütte, bei der wir waren. Na, wir können mal versuchen, da reinzugehen. Ne, scheint noch nicht zu gehen. Someone tried to get in here before. And for the iron, I'll have to. But how do I get past the spell? N. Okay, der Grabeingang. Das Versteck nahe der Oger. So, aber tagsüber sehe ich die, vermutlich die Oger, welche ich von meinem Versteck beobachtet habe. Von seinem Versteck beobachtet. Also es muss ja in der Nähe sein. Es ist entweder hier unten oder es ist oben. Dieser Mauer. Ich glaube, hier unten ist halt kein Versteck. Das wird vermutlich oben auf dem Hügel sein. Entweder auf diesem Hügel hier, wenn man da irgendwie hochkommt, aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch, nee. Es könnte die Hütte sein, bei der wir waren. Dann hätten wir auch schon einen Zauber gefunden, Feuerzauber. Nee, aber mehr Zauber haben wir hier nicht, nee. Ich gehe nochmal hier lang und schaue mal, ob wir hier irgendwo ein Versteck finden, aber ich sehe, glaube, also ich glaube, hier unten wird das nicht sein, das ist zu nah. Ich denke, das wird da oben irgendwo auf der, auf dem Hügel sein und von da aus wird er runtergeguckt haben zu den Ogern. So schätze ich das mal ein. Oder irgendwo da oben noch, kommt man da irgendwo rauf? Ne, dann wird das da oben sein. Ich glaube, alles weitere macht keinen Sinn. Ich gehe trotzdem mal eben hier gucken, ob auf dieser Seite vielleicht irgendwo doch noch ein Versteck ist, das ich übersehen habe. Vielleicht hier drin? Nee. Was willst du, Siri? Vielleicht da hinten. Das könnte auch ein Versteck sein. Ah ne, da waren wir ja schon mal, wo ich meinte, hier wäre es perfekt. Aber hier ist nichts. Ne, dann wird das oben sein. Dann wird das oben sein, ich bin mir ziemlich sicher. Bin mir ziemlich sicher. Gehen wir mal wieder hoch. Ich denke, irgendwo oben an dieser Steinmauerkante, da wird das irgendwo sein. Und von dort aus wird er dann immer runtergelugt haben auf diese Oger. That looks like a hiding place up there. Wo? Also das hier? Was meint er denn jetzt? Meinst du das hier? Ah ja, Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es ist hier. Truhe geplündert. Das ist ein Schlafplatz. Ja. Tag-Nachtwechsel. Ah, man muss nachts da rein. Witzig. Okay. Ne, nicht den Felsen. Zinnader. Also gibt es so eine Art Tag-Nachtwechsel. Tatsächlich. Also so eine Art. Nachts kommen wir dann da wohl rein, wa? Ich denke, das wird der Trick gewesen. Er meint, ja, nachts kann ich da nicht und tagsüber sehen mich die Oger. Aber ich denke, nachts war der Trick. Das Ding wird wahrscheinlich nur nachts offen sein. Yo. Der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Oder was meint ihr? The spell doesn't seem to be active at night. Hopefully the creature won't run into me. Ich finde es schön, dass er hofft, dass diese Kreatur ihm nicht über den Weg läuft, aber wir wissen alle, dass sie es tun wird. Grabeingang abgeschlossen. Oh, ich hab so richtig Bock, Alter. Noch ein Grab. Oh Gott, Hahn, Alter. Mach mich nicht fertig. Okay. Ah, erstmal ein bisschen Fleisch rein. Meine Lieben. Der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze hier gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechend den Daumen da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.